Herzlich willkommen beim Themenstrang Arbeitskultur im Arbeit 4.0 MOOC. Arbeiten 4.0 wird im Mainstream ja gerne mit Arbeitskultur, mit der modernen Arbeitskultur gleichgesetzt. Das ist meines Erachtens ein bisschen verkürzt, weshalb wir auch diesen MOOC auf verschiedenen Säulen aufbauen, auf verschiedenen Themensträngen, die alle zusammen das ausmachen, was unseres Erachtens Arbeit 4.0 bedeutet. Gleichwohl ist die Arbeitskultur ein entscheidendes Element in dieser neuen Welle. Das hat verschiedene Gründe. Number one. Richtig kompetente Fachkräfte werden rar. Die Welt konkurriert um die smartesten Köpfe, Google und Co. allen voran. Die Arbeitskultur ist ein entscheidendes Kriterium in der Zwischenzeit, um sich attraktiv zu machen für junge, kreative Köpfe. Vom Sternekoch über Sportangebote bis hin zur ärztlichen Betreuung, alles kann man auf dem Google Campus erledigen, der im Übrigen sehr offen angelegt ist. Über die Straßen und Wege kann man als Besucherin flanieren. Nur in die Gebäude gelangt man nur nach Einladung. Insofern bekommt man lediglich einen ersten Eindruck von der Arbeitskultur, aber diese Kultur der Offenheit soll auch intern gelebt werden. Neu eingestellte Mitarbeiterinnen erhalten sehr schnell für sehr viele Daten und Prozesse einen Zugang. Einmal wöchentlich stehen die Gründer allen Mitarbeiterinnen per Videokonferenz Rede und Antwort. Es ist also ein öffentlicher Kommunikationsraum, dieses Firmenkonstrukt, der Kreativität entfalten helfen soll und damit die Mitarbeiterin produktiver macht. Ein Mitarbeiter, dem seine Arbeit und sein Arbeitsplatz gefällt, wird nämlich mehr Energie, Kreativität und Zeit aufbringen, um die Ziele zu erreichen und seine Arbeit möglichst gut zu machen. Er ist seltener krank, verbringt weniger Zeit an der Kaffeemaschine, in den sozialen Medien und muffelt nicht im Büro, mobbt nicht seine Kollegen, nervt nicht durch seine schlechte Laune und verdirbt damit das Arbeitsklima. Das ist der Spirit in den kalifornischen Startups, die sich wechselseitig mit ihren Wohlfühlnischen zu übertrumpfen versuchen. Die kleinen, agilen Startups sitzen direkt in San Francisco im Innviertel und machen sich damit attraktiv für die Arbeitnehmer. Größere Startups oder Unternehmen dann ziehen raus auf die grüne Wiese im Silicon Valley, die gar nicht mehr so grün ausschaut, sondern ihrem Industriegebiet gleicht. Dort werden dann die Mitarbeiter und mit firmeneigenen Bussen aus San Francisco her hinkutschiert. Die Busse sind mit WLAN und Kaffee ausgestattet, sodass man hier prima weiterarbeiten kann und die anderthalb Stunden Berufsverkehr produktiv hinter sich bringen kann. Pro Strecke übrigens anderthalb Stunden. Damit sind wir beim zweiten Treiber angelangt. Die Digitalisierung ermöglicht ja jedem mobileres, flexibleres und effizienteres Arbeiten, theoretisch. Das drückt sich dann in dem Wunsch nach mehr Homeoffice-Tagen aus, nach Vertrauensarbeitszeit, Viertageswoche und so weiter. Also dem Wunsch nach mehr ergebnisorientiertem Arbeiten statt dem zeitgebundenen Arbeitszeitabsitzen. In der Praxis kratzt dieser gewünschte Wandel der Arbeitskultur allerdings noch sehr oft an den Kernwerten der alten Industriegesellschaft und den vermeintlichen Eliten. Fleiß, Demut, Pünktlichkeit sind ja die Säulen des geschmeidigen Angestellten, der wie ein Zahnrad im Getriebe seine Arbeit verrichtet, möglichst nach Anweisung des Vorgesetzten. Aber in modernen Startups will man und kann man auch so nicht mehr arbeiten. Das kann man sich einfach nicht mehr leisten. Zu ineffektiv ist nämlich diese Kontrollkultur, die wenig Raum für die berühmte Serendipity bietet, also das Finden von Lösungen, ohne dass man danach gesucht hätte. Damit sind wir bei Zappos im Grunde angelangt, die als eine der ersten Unternehmen das Serendipity-Modell zum Prinzip ihrer Arbeitskultur erklärt haben. Die haben offene Räume, damit man sich dauernd begegnet. Sie haben einen Haupteingang, durch den alle sich durchschleusen müssen, obwohl die Firma in der Zwischenzeit relativ groß geworden ist, aber einfach um abteilungsübergreifend sich miteinander immer wieder zu vernetzen, übereinander zu stolpern und in Kontakt zu kommen. Und so schafft Zappos in Las Vegas immer weitere Anlässe, um Zufallsbegegnungen zwischen Menschen zu ermöglichen, die sich ansonsten nie begegnet wären. Das geht in der Zwischenzeit über den Firmensitz hinaus, indem man in Laufweite der Zentrale einen Containerpark errichtet hat und auch einen Fonds eingerichtet hat, über den Startups und Entrepreneure unterstützt werden, sich dort anzusiedeln. Und damit hat man einen Attraktor in Downtown Las Vegas geschaffen,
der halt Entrepreneure anzieht und dann halt wiederum deren Klientel, die meistens ein bisschen trendiger sind, ein bisschen cooler, die eine Kultur schaffen, in der man kreativ arbeiten kann. Das ist im Grunde das Prinzip des Coworkings auf einer neuen Stufe gedacht. Die zufälligen Begegnungen auch mit Fremden lassen neue Ideen und Projekte entstehen, die andernfalls niemals hätten zusammenkommen und zustande kommen können. An den Containerpark wollten wir hin, weil der Containerpark steht für mich für ein stadtpolitisches Projekt, was von der Crowd bzw. von einem einzelnen Unternehmer initiiert wurde, weil er halt für sein eigenes Unternehmen, für Zappos nämlich, ein Ambiente schaffen wollte, wo man sich gerne aufhält, wo sich eine kreative Klasse auch ansiedeln kann, wo andere eigene Unternehmen aufbauen können und sich entrepreneurisch beteiligen können. Und ich glaube, dass ein Zusammenhang besteht zwischen diesem Projekt hier und in der Zwischenzeit umfasst das auch die gesamte Innenstadt, oder nicht die gesamte, aber ein Teil des von Downtown und dem Holacracy-Anspruch. Und ich glaube, dass da ein unmittelbarer Zusammenhang besteht. Ein weiteres Beispiel für eine moderne Arbeitskultur ist Buffer, die mit Leo Wittrich, übrigens ein österreichischer Mitgründer, haben. Buffer ist bekannt dafür, weltweit Programmierer zu rekrutieren, die arbeiten können, wo sie wollen. Zwischenzeitlich haben sie gar ihr Headquarter in San Francisco aufgegeben und arbeiten komplett als virtuelles Team mit einem starken Fokus auf die Arbeitskultur. Darüber bloggen sie auch regelmäßig, ist sehr lesenswert und da legen sie auch sehr viel Wert drauf. Man trifft sich dann alljährlich zu einem Teamurlaub, hat eine transparente Gehaltsstruktur, die auch Externe einsehen können. Und im Übrigen arbeitet auch Automatic, arbeitet ähnlich virtuell. Die stellen wir dann in dem Themenstrang Arbeitsorganisation vor. Kommen wir noch zum dritten Treiber, der die Arbeitskultur gerade verändert. Globalisierung hat sich in der digital-affinen Szene eine Arbeitsstruktur begonnen auszuprägen, die es auch Freelancern ermöglicht, bestimmte Arbeiten outzusourcen. Dieses Modell, das vor allem von Tim Ferriss in seinem berühmten Buch zur 4-Stunden-Arbeitswoche vor 10 Jahren ausgelegt wurde, nutzen immer mehr Menschen, um selbst ortsunabhängig zu arbeiten. Man gibt also Prozesse, für die man selbst Zeit investieren müsste, die aber nicht zum Kernsystem gehören, nicht zur Kern-USP. Die vergibt man dann, wenn sie nicht zu teuer sind, halt einfach in die Crowd. Und dadurch macht man sich unabhängiger. Im Umkehrschluss gelangen dann immer mehr fortschrittliche Firmen an den Punkt, unbegrenzten Urlaub ihren Wissensarbeiterinnen anzubieten, um selbst als Arbeitgeber attraktiv zu bleiben. Und diese Entwicklung ist im deutschsprachigen Raum noch nicht wirklich angekommen, bietet aber viel Potenzial, um als Unternehmen auf der Suche nach den besten Köpfen zu punkten. Da geschieht noch einiges. Es arbeiten immer mehr Firmen auch zusammen an dem Austarieren, wie kann eine attraktive Arbeitskultur, eine gesunde, eine förderliche Arbeitskultur ausschauen. So, das bis hierher. Weitere Infos.